Die Zeitzeugen einer Geschichtsepoche, die nie vergessen werden darf, werden immer weniger. Und gerade deshalb ist es bewundernswert, dass sich am Mittwoch wieder so viele Senioren in der Museumsbaracke in der Feuerwehrschule in Naht eingefunden hatten. Die Zeit von Flucht und Vertreibung haben sie als Kinder erlebt. Ja, da mussten wir von heute auf morgen raus. Oh, und das bisschen Gepäck, was wir hatten, wurde uns unterwegs noch weggenommen. Meine Mutter ist dann in Mecklenburg verstorben. Wir waren alleine als Kinder, 5 Kinder, der kleine 2,5. Und haben uns dann selbst gekümmert. Wir waren dort im Lager und haben einmal am Tag eine Suppe bekommen. Und wir sollten also auf die Bauernhöfe verteilt werden. Und davor hatten wir Angst. Wir haben erst 3 Wochen, das habe ich neulich auch schon erzählt, 3 Wochen nach dem Tod meiner Mutter erfahren, dass sie gar nicht mehr lebt. Und dann sind wir zur katholischen Kirche gegangen, 4 Kilometer sind wir mit meinem ältesten Bruder getippelt und haben den Pfarrer gebeten, uns doch irgendwie zu helfen, weil wir nicht auseinandergerissen werden wollten. Nicht? Und dann hat uns dieser Pfarrer der Caritas übergeben. Und die Caritas hat uns geholfen. Hunger und Not waren damals ständige Begleiter, Krankheiten kamen dazu und dann lebten die meisten natürlich in ständiger Angst vor dem, was noch kommen könnte. Man war ständig von Angst besessen. Die größte Angst hatten wir, solange die Mutter lebte, da waren wir in Mecklenburg im Lager, da hatte man das Gefühl, wenn die Mama da ist, ist man beschützt, nicht? Aber als die Mutter nicht mehr war, da waren wir wie Hasen. Es hat sich dann keiner gekümmert, nicht? Also, und da fing eigentlich die richtige Angst an. Da ist man besessen von Angst. Und diese Angst, die begleitet einen das ganze Leben. Als der Irakkrieg war, ja, da bin ich nachts aufgewacht und habe geschrien. Mein Mann hat mich wach gemacht und gesagt, warum schreist du so? Ach, ich habe so furchtbar geträumt, weil da war diese Urangst wieder da, nicht? Die einen so belegt hatte, nicht? Gerade heute müsse über Krieg und Vertreibung mit den jungen Menschen geredet werden, sind sich die Zeitzeugen sicher. Auch wenn heute kein Flüchtling, zumindest in Europa, solche Lebensumstände hat wie sie damals, stehen die Menschen genauso ohne Heimat da. Also wurden auch nicht besonders gut aufgenommen. Nicht? Also umso schlimmer ist es, wenn Leute mit Fremdsprache kommen, die nichts verstehen. Man sollte aber diese Kriegsflüchtlinge aufnehmen und sagen, natürlich ist die Frage, wie weit die Kapazitäten dann reichen in den einzelnen Gemeinden und sind teilweise überfordert. Und diese, sagen wir mal so, diese Angst vor Fremden ist natürlich auch wieder da, nicht? Und da muss man aufklären. Und wir waren froh, als wir dann hier wieder heimisch wurden. Und, aber die Heimat, der Verlust der Heimat ist halt immer noch da. Geschichte und Spaß gab es zum Abschluss des Projekttages. Mit der Seabreeze ging es über den Geierswalder See und mit den Zeitzeugen noch einmal 70 Jahre zurück zur Flucht über die Ostsee.